Willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute ist Samstag und wir gehen heute auf ein cooles Tennisspiel, hoffentlich, in Hamburg. Das heißt, wir müssen auch noch 2 Stunden fahren. Ich habe richtig Bock, ich bin ein bisschen müde, muss meinen Koffer gleich noch zu Ende packen. Und ja, bin excited, freue mich, dass du wieder hier bist, freue mich, dass du wieder ein Video von mir schaust oder genau dieses Video. Ich habe keine Ahnung, ob mein Oberteil gerade durchsichtig ist, ich habe keine Ahnung, wie ich aussehe. Wir sehen uns in den nächsten Clips und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video und hoffe, dass dir das gefällt. Ich muss meinen Koffer packen. Geplant ist, dass ich heute eine blaue Jacke anziehe, die man wenden kann. Das heißt, man kann diese coole Jacke wirklich von blau auf pink wenden, sodass ich 2-in-1-Jacke habe. Gibt es meistens nur als Kinderjacke. Meine ist tatsächlich eine Kinderjacke, juckt aber keinen, glaube ich, und mich juckt es am wenigsten. Also, ja, jetzt habe ich diesen coolen Look an. Ich muss sagen, ich feiere den. Jetzt noch meine neuen Schuhe, die ich noch nie anhatte. Ich weiß nicht mal, ob ich in denen laufen kann. Egal. Sitzt ja eh im Hot Wheel. Wieder an dieser Stelle kleine Reminder. Ich habe die Krankheit Muskelschwund bzw. Gliedergürtelmuskeldystrophie und deshalb bin ich teilweise auf einen Rollstuhl angewiesen. Kann deshalb teilweise die Schuhe tragen, die ich will, obwohl ich nicht dran laufen kann. Ich habe nur ein Problem. Ich habe die Schuhe hier irgendwo im Zimmer versteckt und ich weiß nicht wo. Wir werden jetzt zusammen da unten den Kasten rausziehen. Ich werde ihn nicht wieder reinbekommen. Aber ich bekomme meine Schuhe. Eventuell. Fun Fact: Mit Muskeldystrophie kann man sich leider nicht bücken. Das heißt, ich muss jetzt hier wirklich irgendwie rumkramen und suchen und alles so unordentlich lassen, bis meine Mama kommt und mir wieder hilft. Weil, wie gesagt, ich kann mich nicht bücken. Und das ist natürlich ziemlich blöd. Ich bin halt leicht überfordert. Sieht man das? Scheiße. Ich wollte euch schon immer zeigen, wie es aussieht, wenn ich mich latze. Und das wäre gerade halt einfach fast passiert. Scheiße! Oh lol, hier sind ja auch noch Schuhe. Die hätte ich vielleicht auch noch mal irgendwie anziehen können. Okay, Fun Fact: Mit dem Greifer funktioniert es auch nicht. By the way, das ist ein Müllaufheber. Den benutze ich immer, um da unten ranzukommen. Jetzt habe ich meiner Mom geschrieben. Da bräuchte ich gleich noch mal deine Hilfe. Denn ich komme da unten nicht ran. Meine Mama wird auch gleich durchdrehen, wenn sie erfährt, was ich vorhabe. Ich habe meine coolen Schuhe. Ich bin ja tatsächlich selber angekommen und die werde ich jetzt heute tragen, sehr wahrscheinlich. Und ich ziehe mir noch eine andere Hose an. RIP. Ich bin leider schon ein bisschen spät dran. Okay, du bist jetzt live dabei, wie ich eine Story drehe für Instagram. Bin heute irgendwie kaputt, ich kann meinen Arm nicht halten. Ich fahre jetzt nämlich Richtung Hamburg. Ich bin super excited, ich bin gespannt. Peace. Ich bin raus. Wir sehen uns later. Und jetzt wieder sicher zum Rollstuhl kommen. Oh, sieht man das? Video wird gleich hochgeladen. Ladies and Gentlemen, wir haben Probleme, wir stehen jetzt im ersten Stau und das kurz vor Hamburg. Okay, Pipi-Pause die zweite. Meine Mama muss schon wieder auf Toilette. Ich wollte erst einen Pullover anziehen, gut, dass ich das nicht getan habe, denn langsam wird es draußen warm und es sollte eigentlich heute regnen. Zum Glück jetzt nicht mehr. Gut gefahren, danke. Servus, kurzes Hallo aus der Zentrale. Immer mehr finde ich Sport interessant, auch wenn ich aufgrund meiner Muskeldystrophie keinen Sport machen darf und wenn nur eingeschränkt, denn Muskelkater bedeutet bei meiner Krankheit ja nicht unbedingt Tod, aber halt schnellerer Muskelschwund, den ich nicht wieder zurückbekommen kann. Und trotzdem feiere ich es irgendwie immer mehr, Sportevents zu besuchen. Ich war zum Beispiel bei den World Championships von Wheelchair Basketball und jetzt tatsächlich das erste Mal bei so einem Tennis-Event. Ich lieb's, also falls irgendjemand von euch jemanden kennt, der im Rollstuhl sitzt und Rollstuhl-Tennis spielt, sagt mir Bescheid, ich hätte richtig Bock drauf, also hit me up und melde dich bei mir. Damals habe ich schon immer gesagt, und das sehe ich tatsächlich heute zum Teil immer noch so, dass ich keinen Bock drauf habe, auf dem Präsentierteller zu stehen, weil man halt eben diese Rollstuhlplätze belegt und bei den Rollstuhlplätzen sind logischerweise dann auch noch mehrere Personen, die im Rollstuhl sitzen. Und manchmal sind dann halt einzelne Felder dabei, wo dann die Person gar nicht mehr so viel kann. Und das sollte auch gar kein Front sein, aber man fühlt sich halt wirklich so ein bisschen abgeschoben, und wenn du dich selber noch gar nicht so behindert fühlst, wortwörtlich irgendwie blöd gesagt. Und daneben ganz vielen anderen Behinderten stehst
gehst, dann bist du halt wirklich nicht integriert, sondern wieder abgetrennt, alleine irgendwo. Und klar, ich kann das verstehen, dass man zum Teil die Rollstuhlplätze logischerweise irgendwie hinbauen muss, damit man sie erreichen kann überhaupt mit dem Rollstuhl. Aber man fühlt sich halt ein bisschen ausgegrenzt und wird dadurch nochmal viel mehr angeguckt. Genug gelabert, weiter geht's mit dem Video. Musik ab! Wir sitzen jetzt hier in der Europa-Passage und essen noch ein paar chinesische Nudeln. Da hinten gibt es so richtig viel Auswahl. Und gleich werde ich mir erstmal noch richtig krass eine belgische Pommes halten können. Schmeckt, ich würde sagen, so 4 von 12. Und zu Hause schmeckt es irgendwie besser. Und voll teuer. Wir sind in Hamburg und was machen wir? Richtig Pommes essen. Gerade erstmal 21 Euro für ein Parkticket bezahlt. Lieben wir. Ganz umsonst geparkt. Wir fahren nämlich jetzt doch schon wieder nach Hause und bleiben keine Nacht in Hamburg. Schade, Marmelade. All I needed was for time to pass away. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Okay, ich glaube, ich habe in diesem Video super oft Sachen doppelt gesagt. Ich hoffe, ich kann das so schneiden oder habe es jetzt so geschnitten bekommen, weil das ist jetzt das Ende dieses Videos, dass es nicht so aufgefallen ist. Und ich gönne mir heute Abend richtig extrem. Und warum? Siehst du jetzt. Und jetzt. Boom. Zurück zum eigentlichen Thema, und zwar, wie war der Tag heute? Und ein kleines Recap, bzw. ein kleines Fazit vom Tag. Du hast ja schon relativ viel gesehen in meinem Video. Wir waren ja in Hamburg, um ein Tennisspiel zu sehen und sind dann tatsächlich noch in die Mall gegangen. Oh mein Gott, Europa-Passage, wie man sehen konnte. Und haben dann da ein bisschen was gegessen, ein bisschen geshoppt, obwohl ich nichts gefunden habe, einfach ein bisschen gebummelt. Nächstes Mal wollen wir hoffentlich in die Stadt, aber es war halt relativ regnerisch. Deshalb war es in der Stadt jetzt auch nicht so optimal für uns leider. Und ja, ich würde sagen, so ein Tennisspiel kann man auf jeden Fall mal machen, erst recht als Mensch mit Einschränkungen, denn ich habe für diese coolen Tickets einfach nur 0 Euro bezahlt, okay? 0 Euro. Weil ich ein B in meinem Behindertenausweis habe und dadurch kann ich immer bei bestimmten, okay, nicht immer, bei bestimmten Events eine Person gratis mit reinnehmen. Und diesmal war es sogar so, dass ich auch gratis mit reingekommen bin. Das war ziemlich, ziemlich wild und nicht normal und deshalb Props an Hamburg und an das Stadion oder wie auch immer man das nennt, die Arena, whatever. Weil, ja, Tickets für 0 Euro, gutes Event. Und ich würde dem Ganzen, auch mit dem Sitzplatz, den ich hatte, einer 9 von 12 geben. Ich bin, wie man sieht, komplett im Arsch. Ich bin einfach nur noch müde. Ich habe Augenringe des Todes. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich möchte mich abschminken und ich fühle mich auch gar nicht mehr fresh gerade. Und ich fühle mich auch gar nicht mehr jetzt eigentlich ready, dieses Video zu drehen, weil ich mir so denke, boah, ich fühle mich gerade so unwohl in meiner Haut, dass dieses Video eigentlich sofort beendet werden sollte. Aber was wäre ein Video ohne ein Outro? Ja, wie gesagt, ich hoffe, der Vlog hat dir gefallen. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du wirst meine nächsten Videos anschauen. Schau gerne mal bei meinem Instagram-Account vorbei. Kataria_00 auf Instagram und gerne auch auf TikTok vorbeischauen. Wir sehen uns in einem neuen Vlog und bis dahin, ciao, ciao.